Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und heute ist Freitag, der 3.4.2015. Alle Börsen sind geschlossen, aber der Forexmarkt, der ist noch geöffnet, bis 22 Uhr. Normalerweise ähm, würden wir kein Video produzieren, aber wir haben besondere Umstände, nämlich. Die Non-Farm Payrolls. Die non -Farm Payrolls werden am ersten Freitag veröffentlicht und heute ist der erste Freitag. Es trifft also extrem wenig Liquidität auf extrem wichtige Nachrichten. Das kann heute zu deutlichen Ausschlägen führen. Und ich denke, da lohnt es sich dennoch, ein Video zu produzieren. Und da gucken wir noch mal gerade, was jetzt die wichtigsten Basiswerte angeht: US-Dollar, Schweizer Franken, Euro, US-Dollar, Euro, Japanisch-Yen. Dass wir da einfach noch mal kurz einen Überblick schaffen, falls man positioniert ist, dass man da noch mal möglicherweise eine Orientierung hat. Fangen wir also an. Heute keine Daten bis auf die non farm Payrolls zu erwarten. Wenig Liquidität. Die Märkte schlummern auch vor sich hin. Man kann davon ausgehen, dass um 14:30 Uhr die Volatilität sprunghaft ansteigen wird und um 14:30 Uhr dann ihren Höhepunkt finden wird. Der US-Dollar Schweizer Franken hier. Ich habe das mal immer mit diesen schwarzen Balken hier eingezeichnet. Machen wir es mal vielleicht bunt. Da wird jedes Mal ein untergeordneter Trendwechsel eingeleitet bzw. vollzogen. Wir sind also jetzt hier wieder in einem leicht abwärts gerichteten modus ähm, geht es unter die 095 58 ist zu erwarten, dass wir relativ zügig die 094 83er marke sehen sollten. Long sind hier vermutlich erst über 09755 äh, zu erwarten also hier oben, dann erstmal mit einem schnellen Kursziel bis 0,98,14. Das wäre hier diese Marke. Und im späteren Verlauf 0,99,73. Aber das wird erst aktiviert, wenn wir hier wieder einen Long-Impuls reinkriegen. Ähm, ansonsten ist ein Abrutschen des Kurses wahrscheinlich. Hängt natürlich auch alles von den Nachrichten ab. Ja? Hängt natürlich auch davon ab. Also sehr, sehr gute Zahlen. Sind gut für den US-Dollar und sollten den Euro-US-Dollar letztendlich zum Fallen bewegen. Also, da, das ist so meine, äh, wovon ich ausgehe. Man kann vermutlich leicht bessere Zahlen als, als erwartet hier ähm, annehmen, aber sei es mal drum. Der Euro-US-Dollar äh, aktuell hier in der Korrektur. Es gibt für mich nur eine zentrale Shortmarke, die ich eng gestoppt in diesem Kontext vollziehen kann. Wo ist die Marke? Nun ganz klar hier im Bereich der Tages 55er 10 70 1, 10, 70 bis 111, da kommt hier die abwärts verlaufende Trendlinie Tages 55er letzten Hochs aus den Wochen und natürlich das wichtige Durchbruchstief hier aus dem Ende Januar, also wenn überhaupt short dann 111 1,10,90. 90 frühestmögliche Variante äh, im Falle eines aufwärts gerichteten Schubes. Make-or-Break-Marke ist hier die 1.11, 1.1150. Wenn es dann signifikant drüber geht, dann sieht es danach aus, als ob wir hier eine größere Korrektur einleiten, denn aus dem Monatskontext würde hier langsam eine Gegenbewegung überhaupt nicht mehr überraschen. Und diese Gegenbewegung könnte locker. Bis 1.20 laufen. Die muss nicht jetzt stattfinden. Aber wir sind mittlerweile hier fast 3.500 Pips gefallen. Fast 3.600. 3.500 haben wir schon. Das heißt, irgendwann wird hier die Korrektur einsetzen. Und äh, daher sollte man nicht allzu unbedenklich, sollte man sowieso nicht. Aber gerade in dieser. Ja, man kann schon fast von so einer Endphase der Bewegung sprechen. Das heißt nicht, dass der Abwärtstrend endet, aber zumindest ist eine Gegenbewegung irgendwann mal zu erwarten ist. Und das wäre hier mit dem Schlusskurs über 1,1160, 1,12 ähm, dann zementiert. Dann hätten wir sofort Platz bis 1,1540 oder sogar 1,1980. Äh, das wird hier also eine sehr, sehr interessante Marke sein, das zum Thema Euro, US-Dollar, US-Dollar, Japanisch-Yen hier auf dem H4-Chart. Ähm, keine nennenswerten Ausbrüche vielleicht mit einer Pending wenn heute die Ausbrüche kommen durch die Non-Farm Payrolls bedingt dann gibt es ein spekulatives Setup und ein etwas sicheres Setup in Anführungszeichen es gibt hier drei Handelszonen die man sich angucken kann zum einen die Long-Positionen eng gestoppt Ausbruch aus der bullischen Flagge beziehungsweise Korrektur Setup Stop unter 118,24 oder eben dann hier der Short Durchbruch. Wichtig ist nur, dass aufgrund der wenigen Liquidität natürlich auch Spread-Ausweitungen an der Tagesordnung sein werden. Also planen Sie nicht ein, dass der Handel heute exakt so läuft, wie er, wie er tendenziell läuft, weil schlichtweg die Liquidität weg ist. Das nur am Rande. Ähm, wen, viel bleibt nicht. Britisch Fund, Schweizer Franken. Durchbruch äh, mit einer Pending 1,4187 wäre noch möglich. Ähm, die eine Variante hier, eng gestoppter Short ähm, hier oben an der aufwärts verlaufenden Trendlinie, 1,43. Äh, Stop-Loss 1,43,60 wäre auch noch machbar. Aber vom, von der Qualität her ist das untere Durchbruch-Setup wesentlich angenehmer. Wesentlich angenehmer. Australische Dollar ist extrem schwach, britisch Pfund zwar schon weit in der Bewegung, aber bei einem Ausbruch hier über die 1,9683 würde ich mir das ganze Ding nochmal angucken. Und beim Euro-Yen ähm, fangen wir mal ganz rigide mit dem Wochenchart an. Ist jetzt natürlich nichts, was man scalpen kann, aber ich will einfach nur mal auf die Situation eingehen. Wir testen hier die Monats-EMA 200, ähm, wichtige gleitende Durchschnitte die Wochen EMA 200 und man sieht, wie der Kurs da immer wieder aufgefangen wird, gerade untergeordnet. Das heißt, die Möglichkeit, dass er hier bullisch agiert, ist da, die ist da, aber er muss natürlich liefern, der Chart muss liefern, sonst bringt das nichts. Und da würde ich frühestens, frühestens über der Tages EMA 55, hier über dieser grünen Widerstandszone, ist jetzt auch egal, welche Farbe das ist, würde ich frühestens hier dann den Durchbruch eventuell kaufen. Und der muss erstmal kommen, meine Damen und Herren, der muss erstmal kommen. Aber das wäre eine Möglichkeit, wie man davon partizipieren könnte. Im DAX, auch wenn er heute geschlossen ist, Hinweis auf die Positionen. Es gibt hier vier Positionsmöglichkeiten. Fangen wir erstmal mit den Grünen an. Die sind am einfachsten, deswegen sind sie auch grün. Long-gestoppt. Long und eng gestoppt, einmal der Ausbruch 12.234 und einmal das Korrektursetup hier unten, der, das, das grüne Long auch eng gestoppt, ähm, Long im Bereich von 11.640, Stop knapp drunter. Etwas die ersten Short-Positionen, wenn überhaupt, will ich unter 11.6 aufbauen. Deswegen sind die auch hier zusammen an einem Punkt. Die 11.6 aus dem übergeordneten Kontext sollte eine Korrektur auf 11.277 11, Punkte hervorrufen. Das ist dieses Setup hier, das rote. Und ein etwas risikovolleres Setup wäre auch noch möglich, eng gestoppt bei 11.813, auch hier ein enger Stop Also, das sind so die, die vier Handelsmarken. Ähm, Euro-Stocks, ähm, Euro inverse SKS, zwei Positionen hier unverändert. Ähm, nächste Woche 3628, enger Stopp drunter, 3590 oder das Long-Ausbruch-Setup mit, mit der inversen SKS. Kursziel wäre auch gleichzeitig die Höhe dieser Seitwärts-Range. Wäre in dem Fall hier 120 Punkte. Naja, und der Kack 40 ähm, hat hier, ähm, eben, hat hier drei, drei Setups: zwei eng gestoppte Long Setups. Die können wir mal zur Einheit, aus einheitlichen Gründen mal grün machen. Das sind die Long Setups. Ist vielleicht auch so ganz visuell anschaulich. Die Long Setups hier im in, in, in Grün eng gestoppt und Short Position erst dann, wenn er die. Unterstützung hier bricht, wenn es unter 4.941 Punkte geht. Seien Sie auf die enorme Liquidität gefasst. Gold noch die inverse SKS. Ähm, nochmal hier einzeichnen. Ich denke, das ist wichtig. Ähm, ja, seien Sie auf die Liquidität gefasst. Passen Sie auf die Trades auf. Wir werden heute Abend nochmal darüber berichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Nachrichten, wie die Kurse auch reagiert haben, finden Sie dann heute auch auf unserem Portal. Good Trades, ein schönes, erholsames Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.